Und das war einfach ein Zivilpolizist. Auf einmal Schock. So, wir hören Blaulicht. Wir sehen auch Blaulicht. 5 Polizisten mit Hand an der Waffe direkt an mir vorbei. Einen halben Meter, ja. Stand down for the best now. Take my time, you better pay up in the next now. Throw a rollie with a high style, cursed out. I see where the time's out. Get my burst out. Yo Leute, was geht? Ich bin's, euer Nohan, und heute eine Real-Life-Story. Heute geht's darum, was denn so passiert ist, als ich das erste Mal feiern war. Bevor jetzt irgendjemand das Video schaut und denkt, dass es cool wäre und das dann eventuell nachmachen möchte, will ich euch ganz kurz mal meine Positionierung zu Alkohol und dem allen erklären. Nämlich folgendermaßen, ich war damals 14, 15 und ich war damals schon sehr, sehr, ja, ehrgeizig, aber auch neugierig und wollte es einfach mal ausprobieren. So Alkohol und feiern und so, das ist natürlich interessant. Heutzutage sehe ich das allerdings ein bisschen anders. Nämlich bin ich 18 und ich trinke keinen Alkohol und gehe nicht feiern, weil bevor ich mich jetzt grundlos feiere und mich mit irgendwelchen Substanzen benebel, versuche ich was zu reißen, voranzukommen so und überhaupt erstmal einen Grund zu haben, wofür man sich feiern kann, ja. Also so für das Zielarbeiten ist halt mehr so mein Film, als mich irgendwie voll zu saufen und feiern zu gehen. Das ist nur ganz wichtig, dass ihr das vorab Bescheid wisst. Also, ich habe nach dem Sportunterricht mitbekommen, dass die anderen irgendwie, ja, später feiern gehen wollen. Und ich war halt neugierig, habe gefragt, yo, wo findet das statt? Ich komme auch, und dann war ich halt da. Und wie sieht sowas normalerweise aus? Das sind vielleicht maximal 10 bis 15 Leute, die dann halt ein bisschen, ja, Alkohol trinken, Musik hören und Spaß haben. Aber an dem Tag nicht, ne? Wir haben uns alle da so getroffen. Und das waren, wie viel? Das waren nicht 10, das waren nicht 20, das waren nicht 30, das waren über 60 Leute. Wirklich, das war alles voll, Junge. Das war wie eine Schule. Und wir standen da alle am Rumgrölen. Und dann habe ich mitbekommen, warum denn so viele hier versammelt sind. Und was Sinn und Zweck und Ziel war. Es ist eigentlich so dumm, wenn ich das erzähle. Ein Kumpel von mir, also ein Klassenkamerad, wollte sich an seiner Ex rächen. Und die hat in dem Haus selber eine Hausparty gemacht. Und er wollte diese Hausparty halt stürmen. Und das ist, jetzt kommt's. Er wollte zur Rache auf ihr Bett sein Geschäft verrichten. Ja, ich habe das einfach gar nichts gesagt, weil WTF so. Stell dich vor, ihr werdet verletzt. Und das ist einfach euer Racheakt. Und als ich das gehört habe, ich war nicht begeistert, weil wir haben halt in erster Linie die Eltern leid getan. Die können ja nichts dafür. Aber jedenfalls, ne, 60 Jugendliche, alle schon so angetrunken und so, laufen wir eben durch eine Gasse. Oh, was ist das denn für ein Tier? Und wir sind tatsächlich am Wasser lang gelaufen. Das war nicht genau hier, weil ich kann jetzt nicht die Adresse von der einen leaken. Aber ohne Witz, wir waren so viele. Ich habe wirklich gedacht, dass irgendjemand gleich ins Wasser fällt oder springt. So wie ich jetzt hoffentlich nicht. Und da sind wir halt eben da angekommen, wo die Ex-Freundin von meinem Kollegen wohnt. Wir wollten zwar unauffällig sein, also die meinen so, ja, alle leise, niemand darf was wissen. Aber sind wir mal ehrlich, wie leise können 60 angetrunkene Jugendliche sein? Und dann waren wir angekommen, da wo sie wohnt. Die haben uns natürlich schon von Weitem gehört. Und es war halt so ein Türeingang, die standen da schon alle, haben quasi blockiert, dass niemand reinkommt. Und die von hinten haben die ganze Zeit geschrien, geh einfach rein, geh einfach rein. Aber sie selber stehen halt nur hinten, ne? Nur die vorne sollen sich opfern. Die hinten stehen, die rufen nur. Jedenfalls meinten die dann, nein, stopp, ihr kommt hier nicht rein, wir rufen sonst die Polizei, ja? Und okay, ihr habt ja den Titel gelesen, was jetzt passiert, das ist lustig. Also dann sind wir irgendwie doch nicht reingegangen, das war ich ehrlich gesagt auch echt froh. Weil wie gesagt, ich hatte nicht vor, da irgendwem zu schaden oder irgendwas zu stürmen, WTF. Dann sind wir quasi wieder in Rückwärtsgang, aber noch ein anderer Kollege von mir hat die Fußmatte geklaut, die da lag. Also hat die einfach mitgenommen, richtig random. Dann sind wir quasi weitergelaufen, ohne Plan, die Straße entlang. Und dann sind wir zu einem Spielplatz gekommen. Und ihr müsst wissen, auf dem Spielplatz war quasi so eine Blume, die reingesteckt war. So aus Plastik, so auf Kniehöhe ungefähr. Und noch ein Kollege von mir, also es waren viele Fremde dabei, aber die, von denen ich erzähle, das waren lustigerweise alles meine Kollegen. Der hat diese Blume genommen und wollte die einfach so mitnehmen, irgendwie ohne Sinn halt so. Einfach zack, ist jetzt meine Blume und damit laufe ich jetzt rum. Dann kam ein Mann und hat gefragt, wo habt ihr diese Blume her? Da sagen wir halt erstmal so, ja, von da vom Spielplatz. Und dann sagt er, jo, zeigt mir mal eure Ausweise, Jungs, ja. Und wir haben uns natürlich gefragt, WTF, so, nein, wer bist du? Und das war einfach ein Zivilpolizist, aber der war dann ganz korrekt, ne? Er musste die Blume wieder zurückstellen und der hat uns einfach nur gesagt, so, wir sollen jetzt nicht so, ja, viel Lärm machen oder randalieren oder so. Und dann sind wir eben weitergegangen. Also zu dem Zeitpunkt waren wir noch ganz gechillt und alles normal. Auf einmal Schock. So, wir hören Blaulicht. Wir sehen auch Blaulicht von irgendwo, aber keine Ahnung wo. Und dann haben wir versucht zu berechnen, ja, wo ist die Polizeistation, wo kommt das Auto gerade her? Und sind deshalb in irgendeine Nebengasse gegangen. Und als wäre das irgendein kranker Film, ja, gehen wir in diese Gasse rein, schaut zurück und zack, da steht ein Polizeiauto. So, ganz wichtig gesagt, es ist jetzt nicht hier an der Location passiert, aber hier kann ich euch ganz kurz zeigen, ja, was wie passiert ist, dass ihr das nachvollziehen könnt. Nämlich, seitdem die Polizei kam, haben wir uns so ein bisschen aufgeteilt. Also, wir waren jetzt nur noch, sage ich
ich mal, 35 Leute und standen alle hier, ja? Und hier war die Straße und der Polizeiwagen kommt hierher. Ich stand original hier und 35 Leute hier so verteilt. Da sehe ich, das war kein Polizeiauto, das war ein Polizeimannschaftswagen, wird die Tür aufgerissen, rennen 1, 2, 3, 4, 5 Polizisten mit Hand an der Waffe direkt an mir vorbei, einen halben Meter, ja? Also wirklich, die sprinten hier lang. Alle 35, die hier waren, sind nicht stehen geblieben, sondern hier, ne, hier ist jetzt eine Wand, aber hier war eine Haustür, wo es quasi hochgeht und die sind alle in den Hausflur gerannt. Die haben sich quasi selber so eingesperrt, kann man sagen. Ich habe im Hausflur gehört, wie irgendwas geknallt ist. Manche haben gesagt, Tränengas, aber kann natürlich nicht sein, weil die würden sich ja halt selber massiv damit schaden. Jedenfalls, ich stehe da so ganz lost, ne? Ich guck um mich, okay, die sind jetzt da gerade reingerannt. Und was mache ich? Ich schlender ganz gemütlich weg, ja? Hier Polizeimannschaftswagen, hier Polizeiauto. Da sind noch zwei Polizisten am Auto, rennen der gesamten Gruppe hinterher. Und ich als einziger lauf hier so ganz gemütlich weg, ja. Kurzer Einspieler, Leute. Wir haben natürlich Videos gemacht. Falls ich das Handyvideo kurz nach der Situation noch finde, dann blende ich euch jetzt ein. Ja, die Polizei kam einfach. 11 von uns wurden geschnappt. Ja, wir nicht. Wir konnten entkommen. Ja, ich und haben es geschafft zu gehen. Ich stehe hier als Einziger, ich bin nicht mitgerannt, irgendwie instinktiv, weil ich meine, wir haben ja eigentlich nichts gemacht, ja. Der einzige Grund kann halt sein, dass wir zu laut waren und sich Leute beschwert haben. Kann ja nicht nachgewiesen werden, wer gerade laut war. Deswegen ist halt keine Straftat. Die einzige Straftat wäre dann in dem Moment, von der Polizei wegzulaufen, weil das Weglaufen selbst ist auch eine Straftat. Ich hatte halt auch keinen Ausweis dabei und wenn man keinen Ausweis dabei hat, dann wirst du halt auf Wache mitgenommen, weil du musst dich halt ausweisen können. Und dann laufe ich, telefoniere so mit einem Kollegen und ich höre, es wurde einfach niemand von uns, ja, hops genommen sozusagen. Die waren alle woanders. Haben sich alle irgendwie rausgedribbelt, obwohl wir eigentlich die waren, die da irgendwas gemacht haben und geplant haben. Und dann gucke ich so nach dem Heimweg, gehe zum Bus, ne, sitz oben im Bus, der Bus fährt vorbei an der Polizei. Da stehen locker 20 Leute, von denen gerade die Personalien aufgenommen werden. Und die, die sich nicht ausweisen konnten, die mussten halt echt zur Wache, Junge, WTF. Ich war so glücklich, ne, dass ich als Einziger da halt weggelaufen bin. Und so, meine lieben Freunde, bin ich vor der Polizei geflüchtet. Und Real Talk, ne, mir passiert immer sowas. Immer so, wenn ich vorhabe, irgendwas zu machen, immer irgendwas, ja? Ihr seht ja selber, was in meinen Videos abgeht, ne? Ich kann nicht mal in Ruhe mein Ding machen. Und das war halt, Real Talk, das erste Mal feiern für mich. Ja, das war eine lustige Erfahrung. Ja, und so ging der Tag zu Ende. Da bin ich noch mit Kumpel Döner essen gegangen. Ganz entspannt, als ob nichts wäre. Und ja, das war eine lustige Story, weil im Endeffekt ist ja auch niemand zu Schaden gekommen. Das war einfach ein sehr spannender Abend. Außer die Fußmatte. Ich glaube, die haben die nicht zurückbekommen. Und es dämmert schon. Ja, das ist ganz gut, weil als es passiert ist, war es halt logischerweise auch schon recht dunkel. Das bedeutet, ihr hattet jetzt hoffentlich dasselbe Feeling wie ich. Ja, komplett Adrenalin am Start. Also ist nur mal glimpflich ausgegangen. Ihr müsst jetzt nicht in die Kommentare schreiben, irgendwie Free No Hand oder so. Das wäre eigentlich ein guter Titel, oder? Stellt euch vor, ich komme in den Knast und dann mache ich im Knast einfach einen Bike-Vlog. Ansonsten will ich abschließend diese Treppen hier fahren. Jo. Nice. Und in dem Sinne, Leute, macht keinen Quatsch. Lasst euch nicht hops nehmen. Macht nichts, wofür ihr hops genommen werden könntet, zu Recht. Und in dem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao. Schnatter, schnatter, schnatter. Ey, Leute, ich habe einen Platten. Ich bin traurig.